Hallo, ich bin Nele Hirsch und gemeinsam mit Oliver Tacke und Sigrid Fahrer habe ich mich mit dem Goldstandard für Blogs und Webseiten als OER beschäftigt. Blogs und Webseiten können ja sehr, sehr vielfältig zum Lehren und Lernen verwendet werden. Ich kann sie aus lehrender Perspektive wie so eine Art Wissensspeicher zur Verfügung stellen, also Inhalte darauf veröffentlichen, die Lernende sich dann anschauen, mit denen sie sich dann auseinandersetzen können. Ganz genauso kann ich mit Blogs oder Websites aber auch sowas wie projektorientiertes Lernen umsetzen, also beispielsweise, dass Lernende darüber dann auch eigene Lernergebnisse veröffentlichen und mit anderen teilen. Es gibt statische Möglichkeiten, so einen Blog oder so eine Webseite aufzusetzen. Oder ich kann ein Content-Management-System verwenden. Häufig wird da WordPress verwendet. Im Artikel gucken wir uns da unterschiedliche Möglichkeiten an. Vor allen Dingen aber natürlich geht es darum, wie können wir denn gewährleisten, dass Blogs und Websites tatsächlich goldstandardmäßig OER sind. Da sind zwei Ebenen wichtig. Die erste Ebene ist, die Inhalte sollten natürlich OER sein und auch als OER auffindbar sein, sowohl von Menschen als auch von Maschinen. Und die andere Ebene ist, dass meine verwendete Technik auch weiter nutzbar sein sollte, also offen gestaltet sein sollte, sodass auch jemand sagen kann, ich finde diese Webseite, diesen Blog jetzt spannend und möchte was Ähnliches auch in einem anderen Lehr- und Lernkontext realisieren. Diese Sachen haben wir alle ausführlich beschrieben und erklärt. Viel Spaß dabei!